Hallo, ihr Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Wie geht's euch denn? Ich hoffe gut, es ist Wochenende, es sollte euch gut gehen. Ich hoffe, ihr genießt alles, die Zeit mit euren Lieben, die Zeit vielleicht mit euch allein und ihr macht es euch richtig schnuckelig, kuschelig und gemütlich. Ich bedanke mich wie immer zu Beginn für eure liebevollen Kommentare, für eure Däumchen hoch und auch für eure Abos, die ihr abschließt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Meine Lieben, wir haben neue Blümchen. Die habe ich uns besorgt. Ist das nicht wieder schön? Bin keine Floristin und wenn das jetzt hier eine Lieblingsfloristin von mir sieht, habe Erbarmen. Mir geht es einfach um diese wunderschönen Farben und die tollen Blumen. Ne? Ich kann es nicht so hübsch stecken. Aber unsere Rose von der Woche zuvor ist immer noch da. Wahnsinn, wie lange die sich hält. Ich hoffe, euch geht es genauso gut. Ne? Ups, das ist doch hier glatt unser Seelchen. Die Antenne ist noch da. Und der Freier gerutscht. So, huch. Also, heute fällt hier, alles fällt bei Frau Toni auseinander heute. So, meine Lieben, wir nutzen heute mal für ein kleines Kreuzchen. Die Mörschen ist auch wieder da. Für ein kleines Kreuz benutzen wir heute das Tarot de la Nuit von Los Garabeo ist das. Ja, wunderschön. Das sind so knallige Farben und das passt dir heute zur Stimmung. So, meine Lieben, dann schauen wir mal. Mischen tun wir heute mal so. Es ist ein sehr, sehr wunderschönes, aber auch, ja, schaut mal. Ne? Das ist schon ein ordentliches Ding. Ja? Ich versuche es mal, aber wie gesagt, Frau Toni hat so kurze Fingerchen, um solche dicken Decks hier zu mischen. Ich bräuchte ein paar schmalere. Das sehe ich jetzt schon, das wird nichts. Aber ich mache es trotzdem für euch. Naja, kann man nicht meckern, oder? So, meine Lieben, dann lasst uns mal schauen, warum ist uns die Feder hier rausgefallen heute? Würde mich mal interessieren. Wunderschön. Ich versuche mal, die wieder hier hinzustellen. Wir hätten gerne Botschaften für meine lieben Zuschauer in Form eines kleinen Kreuzes. Wir wollen schauen, wie stehen die Energien momentan? Was gibt es Neues? Was dürfen wir wissen? So, ich bin gespannt. Oh, wir haben die Sechs der Kelche. Die momentanen Energien, meine Lieben, stehen hier auf eine Rückkehr. Die Sechs der Kelche steht für eine Verbindung mit einer Person, die dir am Herzen liegt und du liegst dieser Person ebenfalls sehr, sehr am Herzen. Es geht hier um eine Rückkehr. Diese Person denkt hier sehr stark an dich. Du wirst auch an diese Person denken. Und ja, man überlegt dir, wieder in dein Leben zu treten. Ne? Eine Person, die du bereits kennst. Natürlich ist die Karte, die Sechs der Kelche, auch eine so eine typische Seelengefährten-Seelenlieben-Karte. Denn die Karte zeigt an, dass ihr euch hier bereits schon sehr lange kennt. Ja, ihr seid hier schon sehr lange miteinander bekannt, auf Seelenebene auf jeden Fall. Ja, die Karte spricht auch davon, dass hier jemand sehnsüchtig an dich denkt. Ich spüre hier aber, dass ihr beide aneinander denkt. Ihr fühlt euch beide vielleicht einsam. Ich finde, das ist hier keine gruselige, aber so eine melancholische Stimmung auf der Karte. Hier hat also jemand Sehnsucht nach dir. Das ist die Energie der momentanen Situation und des momentanen Themas in deinem Leben. Dann lass uns mal schauen, was kreuzt denn das Ganze hier? Nehmen wir zwei Karten, die nehmen wir auch. Oh, wir haben den Turm und den Mond. Wow. Der Turm. Und der Mond, da muss Frau Toni reinfühlen. Das sind zwei. Jetzt ist uns, habt ihr das gesehen? Ihr könnt auch noch mal zurückspulen. Die Feder wieder umgefallen. Eine gefallene Feder, ein gefallener Engel, eine gefallene Feder. Was ist hier los? Das ist hier eine Seelenverbindung. Wir haben den Turm. Der Turm spricht hier von etwas in deinem Leben, das, ja, es tritt in dein Leben, du rechnest da nicht mit, ne? Es ist mit dem Mond auch für dich noch nicht sichtbar. Es ist noch nicht da. Ja? Es könnte etwas sein, vor dem du
dich vielleicht ein bisschen, ich sag mal, fürchtest. Ja, weil der Mond auch dafür spricht, dass es hier etwas gibt, ja, wo du vielleicht selbst auf deiner Seelenebene gar nicht hinschauen magst, weil es vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen beängstigend ist oder ein bisschen am Herzen zieht, ne? Hier kann es um Ängste gehen. Die Karte der Mond spricht aber auch davon, ne? Dass nach einer Dunkelheit, ne? Nach einer Dunkelheit, Dunkelheit, die auch schön ist, umarmend ist, ne? Aber nach einer Phase in deinem Leben, die dir vielleicht so ein bisschen Angst macht, ne? Wo du dich vielleicht allein fühlst und denkst, du musst dich allein deinen Ängsten stellen, da wird die Sonne wieder scheinen. Das ist nur eine kurze Phase. Und dann wird die Sonne hier wieder scheinen. Ne? Aber hier tritt etwas in dein Leben, das kommt recht überraschend und das könnte, ja, du siehst es noch nicht, du ahnst es noch nicht. Ja, das ist wirklich etwas, was von oben kommt. Etwas soll jetzt geschehen. Es handelt sich dabei um eine Situation mit einer Person, mit einem Seelengefährten, ja, mit einem Seelenpartner aus deiner Vergangenheit. Hier geschieht etwas plötzlich, abrupt und ja, vielleicht verfinstert es ganz kurz deine Welt. Du kannst dir vorstellen, jemand macht kurz das Licht aus, aber es ist nur kurz. Es ist überraschend. Das ist, als ob du jetzt in der Stube stehst und Bügelbrett und bügelst deine Hosen. Und plötzlich geht der Strom aus und das Licht weg und du stehst im absoluten Dunkeln. In deiner Wohnung hast aber das heiße Bügeleisen noch in der Hand und denkst, was mache ich jetzt? Ja, und dann plötzlich, ja, nicht sofort, aber nach einer ganzen Weile drückt jemand das Licht wieder an. Das heißt, diese kurze Phase, die du da hattest, wo du dich erschrocken hast und dir dachtest, was mache ich jetzt? Ich sehe gar nicht mehr, wo ich bügel. Na? Ist das Bügeleisen noch heiß? Und dann geht das Licht wieder an. Aber das kann ja auch so eine Art Bewusstwerdung sein, dass dir durch einen äußeren Umstand, der herbeigeführt worden ist von der geistigen Welt, von oben etwas klar wird, wo du erstmal denkst, ach du lieber Himmel, es gibt hier etwas, wo du jetzt durch musst, ne? Wo du durchgehst und du brauchst dich nicht zu fürchten. Ja? Die Licht geht wieder an. Nein, das Licht geht wieder an, die Sonne wird wieder scheinen. Sehr, sehr spannend, da gehen wir noch tiefer rein. Sehr, sehr spannend. Was ist dir denn schon so ein bisschen bewusst? Womit rechnest du denn vielleicht? Was kannst du vielleicht schon sehen, um was es da geht? Das sind die 8 der Kelche. Ja, die 8 der Kelche ist eine Situation, in der du ja etwas schweren Herzens zurücklässt, ja, um, ich sage mal, die 10 der Kelche zu erreichen, die 9 der Kelche zu erreichen, die absolute Wunscherfüllung, ja, und die große Liebe, ja. Dafür ist dir klar, musst du hier vielleicht etwas zurücklassen und dich auf deinen Weg machen. Du musst auf deinen Weg gehen und weitergehen, ne? Und wenn ich die Karten jetzt hier mal so zusammen anschaue, könnte sich das hier für mich fast so anfühlen, als wenn dieser Turm und diese Angst, hier etwas zurückzulassen, nämlich deine Vergangenheit, deinen Seelenpartner, vielleicht ist das so bei dir, ne? Fühl da mal ganz genau hin und rein und drüber und von links nach rechts und einmal durch. Die ist hier etwas bewusst. Entweder bist du gegangen oder vielleicht hat sich hier dein Gegenüber komplett von dir abgewendet. Wir gehen da noch tiefer rein, ne? Was sagt denn dein Herz dazu? Was dürfen wir da wissen? Oh, die 2 der Schwerter. Hier gibt es so einen Zweifel. Du schaust zurück. Du bist hier so ein bisschen, ja, weder Fisch noch Fleisch. Kann ich es retten oder nicht? Und jetzt fällt mir hier zum ersten Mal was auf. Schaut mal hier unten. Nicht erschrecken? Wie Jack and Rose, ne? Von The Titanic. Du weißt nicht, ob du ihn jetzt hier nochmal an dich ranlässt oder ob du hier wirklich gehst, ne? Ist eine Möglichkeit. Hier müssen wir auch tiefer reinschauen. Was ist denn hier vor kurzem geschehen bei euch? Was ist hier geschehen? Du zweifelst hier an, vielleicht auch an dieser Liebe nur ein bisschen, ne? Du hast vielleicht den Gedanken, okay, ich gehe jetzt. Also es bringt mir ja nichts, ich gehe lieber. Wir haben die 9 der Stäbe, ja.
Das ist auch eine Art Angst und Furcht und so eine Energie von, du magst hier nicht mehr kämpfen. Dir ist hier bewusst, dass du hier vielleicht in der vergangenen Zeit sehr viel investiert hast an Energie, ne? Vielleicht an Gesprächen, an Versuchen, an Aktionen in die Richtung deines Gegenübers. Vielleicht hat hier etwas nicht so gefruchtet, was dich hier auf der Herzebene absolut in so einen Zweifel, in so ein, du weißt, du musst jetzt hier mal eine Entscheidung treffen, dein Herz zweifelt und dein Verstand sagt, komm, wir nehmen jetzt unsere Tasche und gehen, ne? Bedenke bitte, es kann sich hierbei natürlich auch darum handeln, dass du denkst, dass dich hier jemand verlassen hat und du hier aber zweifelst und du dich fragst, ja Moment, ich habe doch hier aber so viel gegeben, ne? Dir wird hier etwas klar im Moment. Ja, du hast, hier kommt etwas, was dir vielleicht oder ist gerade bereits in deinem Leben etwas, was dir so ein bisschen Angst macht, wo du nicht so richtig weißt, kann ich dem Braten hier trauen oder vielleicht lieber nicht? Und ja, es ist sehr, sehr spannend. Bitte mal die zukünftige Energie hier. Die 7 der Kelche. Ja, hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Es gibt hier aber auch so eine Situation von, na, die 7 der Kelche ist auch immer so eine, natürlich auch eine Karte der Verliebtheit, der Tagträumerei, ne? Aber vielleicht auch eine Karte der Illusion. Und was mir sofort ins Auge springt, ist dieser Riesenmond dahinter dir. Und das ist das, was auf dich zukommt. Ich habe das Gefühl, dass dir hier eine Situation, die jetzt vielleicht eintritt, bereits eingetreten ist, dir eine Entscheidung hier leichter macht in Bezug auf dein Gegenüber. Ne? Wir schauen mal unters Deck. Da haben wir die Hohepriesterin. Ja, auch sehr passend. Ne? In einer Situation in deinem Leben, ja, egal auf was du schaust, ne? Du kannst die Karten hier auf alles beziehen. Das kann eine Freundschaft sein. Das kann was Familiäres sein, es kann sogar etwas Berufliches sein. Du willst hier eine Entscheidung treffen. Du weißt, eigentlich möchte ich gehen. Auf der Herzebene hast du hier so einen Zweifel, der sagt, boah, überleg noch mal. Ja, überlegst dir noch mal, dein Herz weiß nicht so richtig, wohin. Das Einzige, was du ganz gewiss weißt, fühlst und spürst, ist, dass du mit deinem Bauchgefühl, ne, dass du hier in der Vergangenheit sehr viel ja, Energie vielleicht verbrannt hast. Du hast Angst, hier noch mehr reinzustecken. Du willst hier nicht mehr kämpfen müssen, ne? Es sieht so aus, als hättest du jetzt hier in der zukünftigen Energie immer noch so ein bisschen das Gefühl von, kann ich hier auf mich hören, auf mein Bauchgefühl, auf meine innere Priesterin, auf meine heilige Priesterin? Oder mache ich mir hier was vor? Sollte ich hier gehen oder mache ich mir hier was vor? Diese Geschichte ist hier schon etwas länger in deinem Leben, ne? Diese Entscheidung soll jetzt hier getroffen werden. Und jetzt sehe ich, was hier geschieht, weil hier vielleicht keine Entscheidung getroffen werden kann. Du hast hier halt so diesen Zweifel, ne? Du spürst es eigentlich. Ich habe aber das Gefühl, dass weil du hier schon sehr lang in dieser Verbindung, egal ob das jetzt wirklich beruflich, familiär, freundschaftlich oder in der Liebe ist, hängst und keine Entscheidung treffen kannst allein, dass hier von außen etwas geschieht, was geschehen muss, das ist geführt von oben, was du noch nicht siehst. Und das wird dir die Entscheidung hier leicht machen. Ja, so meine Lieben, da gehen wir jetzt mal tiefer rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir nehmen jetzt hierzu das Arcanum Tarot, auch von Los Garabeo. Ja, jetzt bin ich hier mal sehr, sehr gespannt gerade. Wir haben die Hohepriesterin. Also während du mir hier zuhörst, ahnst du bereits etwas. Du spürst bereits, um was es hier gehen kann bei dir, ne? Das Problem, du hast hier eigentlich eine Entscheidung getroffen. Du fragst dich nur, soll ich oder soll ich nicht? Ja, hier mache ich mir hier nur was vor. Was soll ich denn hier wählen? Ist das nur eine Illusion? Ja. Lass uns mal schauen. Wir würden hier gern bitte mehr Botschaften bekommen, damit uns hier vielleicht eine Entscheidung leichter fällt, damit wir durchschauen. Bitte Botschaften hier für meine lieben Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Wir legen los. Zeigt mir doch bitte mal die 6 der Kelche.
Das ist ja, hier geht es um ein liebevolles Angebot, um eine Entschuldigung, um ein Gespräch. Wir haben wieder den Mond und wir haben die Sonne, ja. Du bist hier unsicher, weder Fisch noch Fleisch, du bist schon sehr, sehr lange hier verstrickt in eine Situation, in eine Verbindung, ja. Da hängst du schon sehr lang drin, das bedeutet dir sehr, sehr viel. Und es ist auch so, dass nicht nur dir das, was dort liegt, diese Verbindung, die du da hast, ja, viel bedeutet, sondern auch deinem Gegenüber. Diese Verbindung ist für dich immer wieder, bringt dich immer wieder in einen Zweifel. Ist hier wirklich ein Gefühl, da kommt nochmal jemand? Gibt es hier eine Klärung? Kann das erfolgreich zu Ende gehen? Kann das hier Erfolg haben mit uns? Kann der Beruf hier erfolgreich werden? Gibt es hier die Möglichkeit, dass hier gefühlsmäßig noch etwas rauszuholen ist? Wenn du beruflich schaust, ja, kann es sein, dass du dich wirklich fragst, erfüllt mich das hier noch? Gleiches in dieser Verbindung. Und in dieser Energie hängst du hier schon sehr lange. Ja, wir haben hier zweimal die zwei der Schwerter. Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Es gibt also, wenn du hiermit in Resonanz gehst, solltest du eine Entscheidung treffen. Und das ist eine Entscheidung, die du schon sehr lange vor dir herschiebst anscheinend, ne? Zeigt uns bitte mal den Turm. Oh, der Eremit, ja, das ist der Rückzug. Die drei der Münzen. Der Münzen, ja. Hier findet ein Rückzug statt, eine Erkenntnis. Du ziehst dich zurück, dein Gegenüber zieht sich zurück. Eine Situation ist hier wie auf Eis gelegt momentan. Und zwar liegt es einfach daran, boah, heftige Energien, meine Lieben. In diesem Rückzug schaut sich jemand ganz genau an und ich vermute, dass du das bist. In dieser Ruhephase. Zurückgezogen oben auf dem Berg, im Schnee, in der Kälte, ganz allein mit dir. Schaust du an, was gibt es hier für mich noch zu holen? Ja, du siehst hier die drei der Münzen. Das ist die Karte, die von einer Teamarbeit spricht, von einer Weiterentwicklung, von einer Arbeit an etwas, um etwas Großes zu erschaffen. Dir wird dabei aber klar, du hast hier nur die fünf der Münzen. Das ist alles, was du davon rausbekommst. Das bedeutet, dass dir die Situation hier ist für dich nicht befriedigend. Das könnte entweder für dich der Schock sein, ja, die Erkenntnis und der Schock. Vielleicht ist es das, was dich hier so bewegt, ja, was dir vielleicht erstmal so Angst macht, wo du denkst, boah, ja, nein, ich weiß es eigentlich. Eigentlich kommt dabei nichts raus. Ich kriege nichts zurück. Die fünf der Münzen ist ein Mangel. Ich kriege nichts raus, ne. Ich stecke hier rein, ich butter hier rein, hier kommt nichts raus, ne. Ja, und dann kommt der Turm. Dir wird es hier bewusst, dir wird hier etwas bewusst, mein Hasenschatzilein. Zeig mir bitte die achte Kelche für meine lieben Zuschauer. Die achte Kelche bitte. Ups. Ja, die vier der Schwerter. Meditation, Ruhe, Pause. Der Mond. Der Teufel. Ich deute die Bilder hier ganz klar jetzt mit. Dein Gefühl sagt dir hier, dein ganz innerstes, tiefes Gefühl sagt dir, du hast Angst, hier diesen Weg zu gehen. Du hast Angst, hier etwas zurückzulassen. Du hast vielleicht auch Angst, dass man dich zurücklässt, aber während einer, ich sage jetzt wirklich mal Meditation, einer Pause, eines, ich sag mal, einer Erholung, vielleicht ein Kurzurlaub, irgendetwas in der Art, bist du hier sehr, sehr mit dir angebunden, ganz tief mit dir angebunden. Du stellst etwas fest. In dieser Pause, in diesem Urlaub, in dieser Ruhephase wird dir hier bewusst, dass du eine Situation verlassen möchtest, weil du dich hier fürchtest, tatsächlich fürchtest,
dass du etwas übersiehst, dass du nicht siehst, was dahinter steckt. Wir haben hier den Teufel. Der Teufel bringt das Licht, der leuchtet genau dahin, wo du hinschauen sollst. Du sollst auf deine Ängste schauen. Ja? Und ich vermute, du hast hier ganz, ganz gut hingeschaut und hast gesehen, boah, nee, die Situation. Der Mond hier ist auch für mich, hat sehr viel mit der Seele zu tun, ne? Du schaust hier oder hast hier etwas ganz genau angeschaut. In der Meditation ist dir etwas bewusst geworden, in dem Rückzug, dass hier das Loslassen einer Situation vielleicht für dich das Beste ist. Ja, weil dir hier etwas Angst macht. Dir macht etwas Angst. Du siehst hier, dass die Seite oder du fühlst, du hast hier gefühlt, dass das, was du noch nicht weißt, was man dir nicht gesagt hat, ja, das fühlst du intuitiv, dass hier etwas nicht stimmt. Hier stimmt etwas nicht. Du fühlst das. Deine Entscheidung hier auf der Kopfebene, in deinem Bewusstsein und deiner Ratio ist hier, ich muss hier gehen. Hier stimmt was nicht. Hier ist irgendetwas, was ich nicht sehen kann, was ich nicht weiß. Okay. Zeig mir bitte mal die zwei der Schwerter. Die zwei der Schwerter, bitte. Der Herrscher, Feuerzeichen, möglicherweise ein Widder. Das ist der Zweifel. Oh, ja. Wir haben hier den Herrscher. Der Herrscher könnte ein Feuerzeichen sein. Das ist aber auch, könnte auch ein Vorgesetzter natürlich sein, ne? Vielleicht auch eine Institution, irgendetwas. Das kann auch deine innere Einstellung sein. Hier gibt es irgendwie einen Konflikt mit einem Herrscher vielleicht, ja? Vielleicht mit einem Feuerzeichen. Jemand, der recht... hart auftritt. Der Herrscher erscheint mir hier in dem Fall eher leicht unterkühlt, ist er aber eigentlich nicht. Der hat Feuer und auch sehr viel Gefühl auch in sich. Aber dieser Herrscher hier, der ist wütend, der will hier kämpfen, der bringt irgendetwas, irgendeine Person, die dir am Herzen liegt. Mit der gibt es hier vielleicht immer wieder Konflikte, bringt dein Leben durcheinander, bringt Chaos in dein Leben. Wir haben ja auch die Neun der Schwerter. Hier gibt es so ein Kopfkino, ein ständiges drüber nachdenken. Ja, wir schauen hier aber aufs Herz, ne? Und dein Herz hat Zweifel, ja? Du bist hier auch so ein bisschen wütend vielleicht, ne? Aber ich habe das Gefühl, es gibt hier so einen Konflikt mit einem Feuerzeichen auf deiner Herzebene, was immer wieder einfach deine Gedanken kreisen lässt, die dich wütend machen vielleicht. Immer wieder passiert dir irgendwas, was dich aufreibt, was auch wirklich zu fühlen ist. Also du fühlst es bereits auch schon auf der Herzebene, ne? Es ist nicht nur in deinen Gedanken, aber es macht dir oft schlaflose Nächte. Es macht dich ruhelos etwas, ne? Und du zweifelst, ob das überhaupt jemals aufhört, ja? Zeig mir bitte mal die 9 der Stäbe. Der Narr. Die 9 der Stäbe, bitte für meine lieben Zuschauer. Die 9 der Stäbe, bitte. Die 9 der Stäbe. Der König der Schwerter. Die Königin. Da ist es wieder. Du hast hier zeigt sich jetzt ein König der Schwerter. Das könnte ein Luftzeichen sein. Ja, ein Wassermann vielleicht, ja. Hier hat etwas bei Null begonnen vielleicht, ja. Man hat hier sich etwas erhofft. Es war vielleicht eine Verbindung, die mit Risiko behaftet war, ja. Vielleicht bist du hier in eine Verbindung reingesprungen. Der steht auch für einen Ex-Partner, für einen Vorgesetzten, für einen Berater auch, ne. Ist eher leicht so ein bisschen unterkühlt, ne. Und du zeigst dich hier als Königin der Münzen, als dieses warmherzige Wesen, ja. Ich habe das Gefühl, du hast hier schon geahnt, dass hier etwas vielleicht so ein bisschen Risiko ist. Ne? Du bist hier in etwas hineingestolpert. Ja, du bist hier wirklich in etwas hineingestolpert.
was sich vielleicht nicht groß weiterentwickelt hat, weil wir hier den Nah, wir sind hier noch bei Null, ne? Und du hast so viel Feuerenergie dort hineingesteckt. So viel Energie dort hineingesteckt, aber es hat sich nicht weiterentwickelt. Ja, es ist bei Null, beim Risiko oder beim Beginn geblieben. Es hat sich nicht groß weiterentwickelt, ja. Vielleicht war hier jemand jeweils, es kann wirklich hier was mit der Arbeit auch zu tun haben, jemand immer so ein bisschen unterkühlt, ne, dir gegenüber. Und du hast hier gegeben und gemacht und getan. Ja, und es hat hier eigentlich nicht viel gebracht für dich, ne. Das ist sehr, sehr spannend, ne. Zeig mir bitte mal die 7 der Kelche in der Zukunft. Die 7 der Kelche bitte für die zukünftige Energie. Die 7 der Kelche bitte. Den 9 der Stäbe schon wieder. Der Tod und der König der Kelche. Und die 9 der Kelche. Hier haben wir jetzt so ein bisschen sehr viel Skorpionenergie drin, ne? Wasserzeichen auch. Wir haben die 9 der Stäbe. Die haben wir auch in der Vergangenheit. Das heißt, du ziehst dieses Thema mit dieser vergangenen Situation mit in deine Zukunft rein. Du bist hier noch immer verwirrt und hast hier noch keine Entscheidung getroffen, ne? Es fällt dir hier sehr, sehr schwer, etwas zu beenden. Das kann sein, weil du für etwas oder jemanden sehr viel Gefühl über hast. Ne? Du hast hier gehofft oder du versuchst, hier etwas zu transformieren. Ja, eine Situation oder eine Verbindung. Ja, mit dem Tod hier versuchst du hier, diese ständigen Anstrengungen, ja, zu beenden, damit du wieder in deine Herzkraft gehen kannst, ja, in deine Schaffenskraft kommen kannst. Die Entscheidung hier liegt ganz klar bei dir. Du musst hier eine Entscheidung treffen. Wir schauen da nochmal rein in die 7 der Kelche, diese Verwirrung. Und ich habe das Gefühl, dass dir hier vielleicht bewusst wird, egal was du hier gibst, ja, dass hier vielleicht etwas tatsächlich zu Ende sein könnte. Die andere Seite der Medaille hier ist diese Illusion, die du aufrechterhalten willst, wenn ich hier noch mehr gebe. Wird sich jemand transformieren und hier mit seinen Gefühlen auf mich zukommen? Beruflich gesehen hast du hier das Gefühl, wenn ich noch mehr gebe, wenn ich mich nur noch mehr anstrenge, dann kann ich das Ruder hier nochmal rumreißen. Ja? Hier soll eine Transformation stattfinden bei dir. Hier, irgendetwas in deinem Leben ist hier dabei, sich einmal zu drehen. Hier soll etwas Neues kommen. Und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, mein Schätzilein, es liegt an dir. Und wenn du hier nicht selbst, ich nehme jetzt mal die Karten hier direkt raus, wir wollen hier mal in die Karte reinschauen, nicht selbst in der Lage bist, dich deinen, ich sag's jetzt wirklich, deinen Ängsten zu stellen und zu springen, dann wird hier von außen ja halt geholfen, sage ich mal. Du hast hier Angst. Ich habe hier zweimal den Mond bei dir. Wir haben ja auch den Teufel. Du sitzt hier und sagst, ich mache hier lieber erstmal nichts. Du fürchtest dich hier vor einem Schritt, den du gehen willst. Dein Herz hat dir bereits hier gesagt, du, wir haben hier Zweifel. Dein Kopf sagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir lassen das eine zurück und gehen aufs nächste zu. Du machst es aber nicht, ne? Du hast es noch nicht getan. Du hängst da noch in dieser Energie fest. Du gibst und gibst, ne? Und die Karten sagen hier, wenn du keine Entscheidung triffst, bleibst du in einer Illusion hängen. Und eine Illusion, das wissen wir, ist ja nichts Schlechtes mal von per se. Du bist halt so ein, hier so ein Träumerlein, ne? Aber du willst ja hier nicht hängen bleiben. Du hast hier schon die 8 der Kelche. Du willst hier vorwärts gehen, etwas zurücklassen. Wir schauen uns die 7 der Kelche da mal an. Das muss ich jetzt da sehen. Und dazu nehmen wir dieses hier, das Illuminati-Tarot auch von Los Garabeo. Zeigt uns bitte die 7 der Kelche. Das ist sehr, sehr, sehr spannend hier. Zeig mir bitte die 7 der Kelche für meine lieben Zuschauer. Die 7 der Kelche bitte für meine lieben Zuschauer. Was ist da los?
Du hast eigentlich den Entschluss gefasst, aber du bewegst dich noch nicht. Du hast Zweifel und zwar auf der Herzebene. Bitte zeig uns hier die sieben der Schwerter. Kelche. Die sieben der Schwerter. Die sieben der Kelche. Ja, schon wieder die neun der Schwerter. Okay. Du hast etwas, macht dir Sorgen. Okay. Karten sagen hier ganz klar, diese schlaflosen Nächte, die du hast, dieses Kopfkino, was du hast, du sollst hier eine Entscheidung treffen. Hier. Wäge ab, ist es das wirklich wert oder gehst du hier mal einmal ins Risiko? Der nächste Tipp und Hinweis hier von den Karten ist ganz klar, der Gehängte. Wenn du hier keine Entscheidung triffst, kommt diese Entscheidung von oben. Das ist aber gut, das ist zu deinem Guten. Du wirst dann hier auf die, ich sage mal, auf eine Wartebank gesetzt. Ich sag's mal so. Du wirst hier gebeten, diese Situation, in der du dich nicht traust, hier vielleicht eine Entscheidung zu treffen, etwas loszulassen. Du sollst die Entscheidung mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Ne? Und ich sehe hier, wenn du hier weiter hängen bleibst in diesem Kopfkino, in dieser Pause. Das haben wir auch hier oben gehabt. Die vier der Schwerter, der Teufel und der Mond. Der Mond und der Teufel. Du hängst hier in etwas fest. Und du hängst da auch fest, weil es undurchsichtig ist und weil es dir ja so ein bisschen Angst vielleicht auch macht oder dich beunruhigt etwas. Aber du musst hier wirklich die Entscheidung treffen, ja, weil sonst hängst du hier noch ewig in einer vielleicht Illusion, in einer Angst fest. Na? Du kannst das hier nur vorwärts bringen. Und da bist du wieder, siehst du, alles gut. Und natürlich die Kraft auch noch. Du kannst die Geschichte hier nur vorwärts bringen, wenn du hier bereit bist, mutig zu sein, hinzuschauen, wovor du Angst hast und hier für dich eine Entscheidung zu treffen, ja? Dann wird das auch mit den sechs der Stäben hier für dich sehr, sehr erfolgreich ausgehen. Ne? Du bist hier die Königin der Münzen. Ja, und du brauchst hier ein bisschen Mut. Wir haben hier die Kraft, um hier eine Entscheidung zu treffen. Das kann hier natürlich auch, wenn es hier um eine große Liebe geht, ne? Weil wir die sechs der Kelche da haben. Die liegen da. Entweder steckst du in etwas sehr lang schon fest. Die zwei der Schwerter schauen wir uns auch nochmal an. Ich würde gerne wissen, warum du zweifelst, hier etwas zu tun. Ja, die acht der Kelche spricht einfach davon, dass du etwas zurücklässt, um zu den zehn der Kelchen zu gelangen, ne? Um zur großen Liebe zu kommen. Zeig mir bitte mal die zwei der Schwerter hier. Die zwei der Schwerter bitte. Bin sehr gespannt, was die zwei der Schwerter hier sprechen, meine Lieben. Die zwei der Schwerter, bitte. Es geht um die Liebe. Guck dir das mal an. Wunderschön, es geht um die Liebe. Du liebst hier etwas, jemanden. Dein Gegenüber, du liebst dein Gegenüber. Es sind die zwei, es ist die Liebenden. Das heißt, auch dein Gegenüber hat hier Gefühle für dich. Aber wir haben gesehen, dass es ein schwieriger Mensch ist, vielleicht, ne? Wenn du hier auf die Liebe schaust. Es könnte sein, es ist ein schwieriger Mensch, der dir, anstatt vielleicht einen Kelch zu geben, wieder mit der Schwertenergie auf dich zukommt. Das können Missverständnisse sein. Das können kleine Streitigkeiten, Zwiste sein zwischen euch, Misskommunikation, ja? Aber hier ist Liebe da. Und es geht hier um die Entscheidung in der Liebe. Schau mal, du zweifelst hier. Jetzt zeigst du dich hier als die Herrscherin. Du erinnerst dich auf deiner Herzebene vorhin. Was die Zweifel in dir sät, ist ein Herrscher gewesen. Und schau mal, du bist hier die Herrscherin. Das heißt, das ist hier schon ein Seelenpaar.
ganz klar auch mit den sechs der Kelchen. Das Problem an der ganzen Geschichte, wir haben jetzt hier noch die Prinzessin der Kelche, schau mal. Hier muss über Gefühle gesprochen werden. Hier muss ein liebevolles Angebot, vielleicht auch, weil er mir sehr hart drüber kam, dieser Herrscher, eine Entschuldigung ausgesprochen werden. Damit du endlich eine Entscheidung treffen kannst. Du hängst hier in etwas fest. Du fürchtest dich entweder auf die Zehn der Kelche zuzugehen, auf die große Liebe, oder du fürchtest dich hier wirklich etwas zurückzulassen. Und es ist ganz klar, entweder du löst dich hier und triffst diese Entscheidung aus diesem Herzen, aus der Liebe heraus. Ja? Und wenn das nicht geschieht, dann wird von außen so ein bisschen nachgeholfen. Ne? Und das geschieht immer täglich in unserem Leben, wenn wir uns irgendwo ja nicht in der Lage sehen, eine Entscheidung zu treffen und wir stecken irgendwo fest und das Universum meint, hey, komm, du geh mal weiter hier, beweg dich mal, du hast einen anderen Plan dir gewünscht und du bewegst dich nicht, dann wird etwas geschehen von außen, dass du dich bewegst. Ja? Wer sich nicht bewegt, der wird bewegt. Also mal grundsätzlich sind das sehr schöne Energien, denn sie zeigen uns ja eigentlich, es gibt etwas in deinem Leben, wo du gerade, ja, du stagnierst hier so ein bisschen, ja, und zwar nicht aus Faulheit heraus, sondern weil du meinst, du hast nicht genug Informationen und du fürchtest dich hier vor einem Schritt. Und das Universum sagt, fühl in dich hinein. Ist es Liebe? Ja, dann hast du deine Antwort. Die Antwort ist immer Liebe. Ja? Wenn du etwas tust, was du über alles liebst, was dir gut tut und du bist irgendwo, wo dir etwas nicht gut tut, dann ist die Entscheidung nicht so schwer. Ja? Gleiches jetzt mal bezogen auf dein Gegenüber. Ne? Wir hätten hier gerne noch einen Rat. Die sechste Kelche. Es geht hier um eine Seelenverbindung bei dir. Um deine Berufung, um eine Seelenverbindung. Ganz klar. Und da stagniert es im Moment. Und du fürchtest dich vielleicht hier um eine Aussprache. Jetzt der König der Kelche, da ist er. Es gibt hier jemanden aus deiner Vergangenheit, der dich sehr, sehr gern hat. Und wahrscheinlich fürchtest du dich hier einfach davor, weil hier momentan einfach ein Cut ist. Hier ist im Moment nichts. Und du versuchst hier ruhig zu bleiben. Die Vier der Stäbe. Die Sechs der Kelche, der König der Kelche und die Vier der Stäbe. Dieser Mensch wird zurückkommen. Ihr werdet euch sehen, ihr werdet reden, er ist noch da. Ja, und beruflich, ja, wenn es hier beruflich bei dir ist, kommt hier etwas, ja, was deine Berufung ist, du darfst das leben, du bist hier willkommen. Hier ist es eine, es ist vorbestimmt, dass diese Person hier nochmal in dein Leben kommt. Hier geht es um ein Treffen, hier geht es um eine Liebe, um eine Verbindung, die einfach da ist, ja. Und mir scheint, deine Angst, die du hast, deine Angst oder dein Gedankenkarussell könnten einfach daher kommen, dass hier vielleicht Misskommunikation mit einem Herrscher stattfindet, was er auch wieder dein Seelenpartner sein kann, weil du dich als Herrscherin gezeigt hast. Ne? Das ist ein großer Zweifel in dir, eine große Angst, dass du etwas nicht weißt. Ja? Wisse aber hier, hier wird etwas geschehen, denn das Universum greift jetzt hier ein in diese Verbindung. Ja, es kommt etwas Wundervolles dabei heraus, ne? Aber wahrscheinlich wird es vorher erstmal so ein bisschen. Ja, wir haben hier den Teufel und den König, den Prinz des Wassers. Wow. Ihr seid hier aneinander gekettet. Es ist hier das Karma einer Person, wieder auf dich zuzukommen, weil hier mal etwas geschehen ist, was nicht Licht war. Und das kann schon in einem Leben zuvor geschehen sein. Das muss nicht in diesem Leben geschehen sein. Hier kommt jemand mit einem Kelch auf dich zu. Wir müssen das nochmal anschauen. Das ist hier, ich merke das, hier ist eine ganz krasse Energie dahinter, Leute. Die fiel jetzt hier raus, die sieben, hier ist wieder der. Das ist jemand, den du sehr, sehr lange kennst, auf den du schon sehr lange wartest.
Du wartest hier schon sehr, sehr lange. Und das ist auch dieses Gefühl in dir und dieses, wenn du nachfragst, kommen hier vielleicht sehr kalte Antworten, ja. Hier hat dich jemand mit dem Teufel nicht fair behandelt. Ich muss es so sagen, es fällt mir schwer, aber es ist so. In der Vergangenheit, hier ist in der Vergangenheit vielleicht auch in einer Verbindung zwischen euch beiden, die noch von einem Vorleben stammt, ne? Ist hier noch ein Karma da? Hier ist noch etwas da, was bereinigt werden soll. Hier ist etwas geschehen, was nicht lichtvoll war. Ja, das heißt, hier kann alles Mögliche gewesen sein, ein Streit, ne? Eine Trennung. Ja, ich will es jetzt hier nicht zu groß. Ich will dem nicht so viel Raum geben, ne? Aber dieser Mensch kommt hier mit einer Entschuldigung, mit einer Liebeserklärung auf dich zu, mit liebevollen Worten, mit einer liebevoll gemeinten Wiedervereinigung. Und das liegt hier. Du wartest darauf einfach schon sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Und du hast dich hier nie getraut zu gehen, weil du immer noch die Hoffnung hattest. Das sind die 7 der Kelche, dass hier etwas kommt. Und wir haben hier ganz klar, es kommt. Wir haben die Karte, die Kraft und das Ass der Stäbe. Hier geschieht jetzt etwas in deinem Leben, egal ob beruflich, freundschaftlich oder hier wirklich in einer Liebe, das ist vorbestimmt, meine Lieben. Ja, hab keine Angst davor. Ja, man reicht dir hier nochmal das Ass der Kelche. Sieh zu, dass du dich dann umdrehst und nicht da sitzt und denkst, oh. Ja. Hier kommt jemand, der kommen muss. Dir wird hier etwas gegeben, was du verdienst. Ja, und zwar schon sehr, sehr lange. Du wartest schon so lange darauf. Es wird dir jetzt gereicht. Ja, es wird hier etwas öffentlich gemacht. Es ist eine schöne Energie, aber ich weiß, dass ihr euch jetzt fürchtet, weil wir den Turm und den Mond gesehen haben. Ja, der Teufel zeigt sich hier nochmal. Das heißt, es ist ganz klar, du hast hier in der Vergangenheit etwas nicht erfahren dürfen. Jemand hat dir etwas nicht gesagt, hat dir vielleicht auch gefühlsmäßig hier nicht gesteckt, was hier eigentlich los ist. Das hat dir Angst gemacht. Man hat dich so ein bisschen hängen lassen hier, ne? Diese Person ist jetzt hier einfach am Zug. Und wenn hier nichts passiert, wird wirklich von oben einfach eingegriffen, damit diese Geschichte hier für dich so enden kann, wie du es verdienst. Denn du hast hier einen Samen gesät. Es geht hier weiter. Man bekommt hier nochmal eine Chance. Diese Chance, ja, die kommt aber von außen und von deinem Gegenüber, von dieser Person, die du schon sehr, sehr lange kennst. So, meine Lieben, wir lassen es mal so liegen. Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Lass das mal ganz tief wirken bei dir. Ich muss da jetzt auch nochmal drüber, über diese Karten wirklich nochmal meditieren. Es war auch für mich extrem spannend und ich habe das Gefühl, ich habe hier einmal in beruflicher Hinsicht zu euch gesprochen. Einige von euch stecken hier vielleicht gerade in einem beruflichen Thema, die sich hier wirklich, hier soll es vorwärts gehen. Ne? Du bist hier schon sehr lange in etwas gefangen, was dich vielleicht nicht so ganz erfüllt und hier soll sich das Rad drehen für dich. Ne? Und für die anderen haben wir hier einfach die Geschichte, dass hier jemand, der dir in einem vergangenen Leben, in einer vergangenen Zeit, in einer Liebe hier irgendetwas, ja, sich geleistet hat. Ich sag's mal, ich versuche es mal ganz diplomatisch zu sagen. Diese Person ist jetzt hier angezählt von oben zu dir zu kommen und das zu bereinigen. Zu bereinigen, hier soll es eine Aussprache geben. Für dich, also das kann wirklich auf einem Treffen sein, hier tatsächlich auf einer Feier auch, ne? Auf jeden Fall ist es hier öffentlich, es wird hier etwas öffentlich klar gemacht, ne? Es ist für dich eine sehr, sehr schöne Energie. Sehr, sehr viel Information sind hier durchgekommen, ja. Und ich bin super gespannt, was hier eigentlich für jeden von euch jetzt dabei war, ne? Eben, ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe hier zu vielen verschiedenen, wir sind ein großes Kollektiv, aber ich glaube, hier war für viele etwas dabei aus einer anderen Verbindung, Geschichte. Ich vermute, wir haben hier was Familiäres, was Berufliches vielleicht auch, ne? Und natürlich auch was hier Seelenpartnergeschichtenmäßiges auf jeden Fall. Aber auch etwas Berufliches, ja. Und es kann hier um viele Dinge gehen.
Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch hier was rausziehen. Ich freue mich wieder riesig auf liebevolle Kommentare. Ich freue mich auf eure Däumchen hoch, auf. Ich freue mich über eure Abos. Ne? Meine Lieben, macht euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ja, und ein schönes Restwochenende. Liebste Grüße, eure Toni.